Leute und herzlich willkommen zurück zu X-Blades. Schönen Dank, dass ich so eine große Resonanz zur ersten Folge bekommen habe und es tut mir extrem leid, dass die erste Folge zum Schluss so komisch grafisch verbuggt war. Und auch, ich habe es gemerkt, ja, das Mikro war nicht direkt in der Position, wo es sein sollte. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Und wie ihr seht, wir laden genau dort, also wir fangen genau dort an, wo wir aufgehört haben. Also, Spiel laden. So, ja, ich hatte ein bisschen weitergemacht gehabt, um zu gucken, was da jetzt kommt, um mich auf die folgende Situation einzustellen. Und es, Leute, es wird lustig. So, dann machen wir noch mal einen Timer an. Jetzt die paar Minuten, die zählen jetzt einfach mehr oder weniger nicht. 30 Minuten, na komm schon. 0. Gut, Spielstand wird geladen. Na dann los. Ich freue mich auf jeden Fall, dass so eine riesen Resonanz war da. Okay, das kennen wir schon. Ich bin Schatzjägerin und zwar die beste, die es gibt. In den Ruinen versunkener Städte habe ich Reichtümer gefunden, von denen andere nur träumen. Und ich arbeite grundsätzlich alleine. Warum sollte ich mir zusätzlichen Ärger aufhalsen und am Ende die Beute teilen? Lieber nicht. Vor ungefähr einem Jahr habe ich eine seltsame Karte gefunden. Vielleicht führt sie ja nur zu ein paar Mauerresten und ich finde nichts als den Staub der Jahrtausende. Aber eine Sache hat mich neugierig gemacht. Der Legende nach verbergen die Ruinen ein Artefakt. Und das Unglaubliche daran, vor Urzeiten soll ein Gott all seine Macht auf das Artefakt übertragen haben. Warum er das getan hat, erzählt die Legende nicht. Vielleicht war er es müde, ein Gott zu sein. Oder er musste seine Macht vor jemandem verbergen. Aber wie dem auch sei, ich bin hergekommen, um das Artefakt zu finden. Wenn die Legende stimmt, wäre das mein größter Fund bisher, von unschätzbarem Wert. Und falls ich nur wertlosen Tand finde, ich habe schon immer einen leichtgläubigen Käufer gefunden. Weil er müde ist, ein Gott zu sein. Auch nein, fängt das jetzt wieder von dort an? Okay, Leute, ich breche das dann gerade mal hier ab. Spiele bis dort, wo wir aufgehört haben. Also, bis gleich. So, das war jetzt ja ein kurzes Gemetzel. Also, ja. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Oder besser, wo wir aufgehört haben in der ersten Folge. Und ich habe gemerkt, die Grafik ist doch normal geblieben. Na, machen wir mal weiter. Übrigens kann die auch laufen, nicht nur rennen. Na nur. Huch! Machen wir mal Helikopterflug. So. In einem der Sarkophagen sieht verdächtig aus. Zerstöre die mit deinen Klingen. Die sehen aber alle gleich aus. Das war jetzt Glück. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja die Dings ein bisschen vorgespielt gehabt. Aber da war das Teil immer hier drin. Diese komischen Energiepunkte. Gut, räumen wir mal hier noch auf, hä? Was haltet ihr noch? Also die Sachen, also mit Schieben tut mir die nicht kaputt. Das ist schon mal klar. Ui, what is that? Okay. Ui, sollen das Federn sein? Mag sein. Hip! Ah, das war wohl schon das erste. Okay. Wir hätten wohl mehr Objekte zerstören sollen. Okay. 33% zu gefundenen. Merke? Wir sollen mehr kaputt machen. Thank you.
habe eine lange Reise hierher gemacht und werde nicht einfach gehen. Ich sag ja, Frauen sollten einfach mal die Finger weg sind, dann lassen, die gefährlich sind. Ich bin nicht einer deiner dummen Jungs, Sterbliche. Na gut. Wie kannst du es wagen, den Göttern zu trotzen? Ja, ich denke, du hast jetzt schon voll, oder? Auf jeden Fall ist deine Energieleiste ziemlich am unten. Okay, bevor wir dann den Raum hier verlassen, sollte ich wohl erstmal die Dinger hier aufnehmen. Na komm. Und abmarsch. Ich glaube, die Teile da werden eventuell noch ziemlich wichtig werden. Eben. Wieder daneben, dann mal zielen. Na. Gut, machen wir diesen schönen Stein da kaputt und dann... Viecher hier. Ist wieder zwei von diesen Teilen gefehlt. Und zerstörte Objekte, Freunde, mal ernsthaft. Das war hier eine reine Gefechtssituation. Da hat man doch keine Zeit, um dieses Objekt zu zerstören. Na egal, mal weiterschauen.
Ja, Mädel, hättest du das Artefakt nicht angegriffen, hättest du jetzt nicht keine Scheiße. Ah! Okay, verlassene Küste. Sehr hübsch hier. Okay. Was zum Geier bist du denn? Und was seid ihr für Viecher? Das lasst ihr mal schön hier. Das passiert, wenn man sich mit einem Halbgott anlegt. Goldenes Artefakt. Okay. Also ich habe mir das ein bisschen ruhiger hier vorgestellt. Du komisches Teil, bist du meine Seele oder? Was willst du sein? Naja. Hey. Rubinrotes Artefakt. So, aber wie kommt man hier von der Insel? Au! Wir sind wohl schnell hier, ne? Oh, ich bin schneller. Ich kann auch mit irgendwelchen Kräften hier spielen. Ja. Yeah. Du komisches Teil da oben.
langweilig. Schön, nett. Und jetzt zielschießen wir, ne? Oh, ungefähr. Okay, aber wir haben einen neuen Skill bekommen. Ui, was ist das denn? Eispfeile. Oh, können wir aber erst ab 2000. Haben wir also nicht. Eine dunkle Macht erschaffen Energieball. Explodiert bei Aufprall und schmettert den Gegner an den Boden. Könnten wir lernen. Ja, mal gucken weiter. Teleportation. Lernen. Denke mal, das ist wichtig. Ja. Auf Y. Gut. Hä? Nein. Hast du noch was Besseres auf dem Lager? Du komisches... Ja. Wie wird jeder verdient? Wie, jetzt hast du aufgegeben? Im Ernst? Ja, ihr fragt euch garantiert, was der grüne Kristall da soll. Ich wette mit euch, dass das
Okay, jetzt kann ich es nicht mehr zeigen, da die Lebensanzeige oben voll ist. Aber ihr seht die Lebensanzeige oben grün? Ich denke mal, dass das damit zu tun hat. Ja. Schön mal daneben gesprungen. Okay, aber wo sind wir hier? Magnet hier, also. Das muss irgendwas Kulturelles gewesen sein. Wir sind nicht mehr da, wo wir vorher waren, also nicht mehr in dem komischen Tempel. Oder wir sind jetzt vor dem Tempel? Aber was hätte das für einen Sinn? Oh, habt ihr gerade gemerkt? Es fängt wieder an. Naja. Hey, alles mal auf 100% geschafft. Aber irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass wir gleich ein Problem bekommen. So, ja, leider musste ich jetzt hier schon wieder abbrechen. Ihr habt es ja schon in der letzten Folge gesehen. Da sind irgendwelche komische Störungen, die dann das Spielaufnahme blockieren, beziehungsweise diese komischen Grafikbugs machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Ihr merkt, die kommt immer samstags, die Folge. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, denn ich weiß noch nicht, wie das, ob das so gut ankommt. Aber wenn es gut ankommt, dann kann ich durchaus mal versprechen, dass es eventuell zweimal in der Woche kommt. So wie ETS. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ciao.